So. Jetzt ist unser Fleisch schön angebraten. So, das zeige ich euch auch mal. Na? So, und jetzt als nächstes füllen wir eben halt mit einem halben Liter Wasser und mit einem Brühwürfel auf. Lassen das Ganze zusammen mit unserem Gemüse, also mit den Kartoffeln, mit dem Paprika und mit den Champignons 35 Minuten auf Varoma dünsten. Und im Anschluss, wenn die ganze Sache gedünstet ist, tun wir dann noch schnell die Soße zubereiten. Und in den 35 Minuten können wir ja, den Rest von der Küche aufräumen, den Tisch decken, in die Badewanne springen oder schnell nochmal die Wohnung durchsaugen. Haben einen Haufen Zeit gespart. Und ja, also wie gesagt, halten Liter Wasser. Und den Brühwürfel. So, Thermomix verschließen. Jetzt ganz wichtig, damit unser Gemüse und die Kartoffeln zur gleichen Zeit fertig sind, den Varoma mit aufsetzen. Und jetzt Varoma. Dann die 35 Minuten. Das war jetzt viel zu viel. 35 und Stufe 1 einfach.